bin schon die ganze Zeit am Überlegen für dich. Seit ich hier stehe, bin ich am Überlegen für dich. Markus. Nee, jetzt bist du dran. Okay, nee, okay, jetzt ist erst der Mario dran. Ich merke mir das. Mario, wenn ich du wäre, zum Glück bin ich nicht du, aber wenn ich du wäre, würde ich bei diesem Sonnenbrillenstand hier 15 Sonnenbrillen ausprobieren und jedes Mal den Typen fragen, ob dir die steht. Okay, ich fange mit einer an, wo ich mir wirklich überlegt habe, dass ich sie mir kaufe. Ist aber keine Sonnenbrille. Okay, also los geht's. Ist eigentlich relativ geil. Yo, mein Lieber. Schatz. Ich frage irgendjemand anderen, ob sie mir steht, weil der Typ hört mir nicht zu. Hallo. Steht mir die Brille? Ich glaube, es war ein Ja. Also die kaufe ich? Hi. Sieht es geil aus? Nein. Bin ich in deinen Augen immer noch Deutscher? Hä? Bin ich in deinen Augen immer noch ein Deutscher, wenn ja. Ich das sage? Deutscher Dialekt. Scheiße, gell? Jo, was soll ich machen? Scheiße. Du bitte auch. Was soll ich mir anschauen? Hey, ist voll schön, aber Linkin Park spielt doch heute gar nicht. Na und? Okay, jetzt pass auf. Jetzt kommt was Peinliches, weil ich sag dir was, diese Brille hatte ich mal. Und ich bin damit echt lang rumgelaufen. Aber es war halt die Emo-Zeit und da war jeder ein bisschen komisch. Da hat der Markus auch mal was mit dem Typen gehabt. Hi Jungs. Hey, habe ich die Wette eigentlich jetzt mal gewonnen, oder wie? Nein, schon. Sorry, ich habe eine Zugehör, Entschuldigung. Okay, Markus, ich fordere dich heraus. Ich wette, dass du dich, also wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt zum FM4-Stand gehen, mir so eine Sprechblase holen, ganz groß draufschreiben, ich habe einen Krummen und damit das ein oder andere Mädchen ansprechen. Ja, alles klar. Jawohl. Die Challenge ist eigentlich relativ einfach, nur das Schreiben fällt ihm schwer. Ach so, ja. Ich erweitere die Challenge und mach's dir einfach einfacher. Du stellst dich jetzt einfach 2 Minuten da so an das Mädchenklo. Aber warte, dreh's um. Wir stellen uns da hin und filmen das und du stellst dich dann da hin. Das ist kein Mädchenklo, das ist der Bankomat, Alter. Ach so, aber da stehen nur Mädchen. Das ist, glaube ich, ein Klo. Und dann, dann winkst du ein Mädchen zu und dann drehst du langsam das Schild um und lächelst dir an. Alles klar. Das machst du sicher so schön. Today the world runs much too fast. None of us was built to last. Forget the kids, forget their dreams. No, it's simple as it seems. I'm sorry that I always miss you. Ich würde sagen, du hast es geschafft. Fühlst du dich geil? Ja, jetzt schon. Ich fühle mich etwas erregt. Michael, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt mein Shirt ausziehen, meine Hose ausziehen, die Boxershorts ausziehen
mich im Schneidersitz mit diesem Schild bedeckt vor die Schlange vor dem Mädchenklo setzen. Und das 5 Minuten lang. Weil mir ist sowieso zu heiß und wenn das du machst für mich, dann erschafft mir das ein bisschen Kühlung. Alter, du hast meinen größten Respekt. Ja, geh mal, oder? Ja, geh mal. Okay, das ist die letzte Challenge für heute. Dann war es das mit uns als Festival auf den Kopfsteller. Es hat uns krass viel Spaß gemacht. Guck mal bei uns vorbei. Wir haben eine Homepage www.blackoutproblems.com. Wir arbeiten gerade an einem neuen Album. Check das aus. Und jetzt kommt der Wahnsinn. Wir dürfen euch jetzt sagen, dass wir im Herbst, diesen Herbst noch auf Österreich Tour kommen und spielen in Linz, in Wiener Neustadt, in Neusiedl, in Wien. Überall, wo es schöne Menschen sind, spielen wir für euch. Jetzt zieht sich der Michael aus, mein Gott. Okay, der absolute Meister des Wenn ich du wäre Spiels ist absolut der Michael. Also wenn ich eins sagen darf, was ich an Michael einfach mag, ist einfach, er ist einfach ein geiler Typ, man kann nichts dagegen sagen, ey. Ja, ich glaube, der Michael hat einfach schon wegen dem gewonnen. Wir haben den größten Respekt vor dir. Du bist der tollste Mensch, den es auf der Welt gibt. Michael, Wahnsinn. Ich habe ja bei den Frauen ein paar Spanner. Es heißt immer, dass Männer nur spannen, aber nein, es können auch Frauen spannen. Michael, komm her. Okay. Wir verabschieden uns, vienna.at. Es war schön, euren Sender auf den Kopf zu stellen. Wir waren Blackout Problems. Wir sehen uns spätestens in Wien am 6.10. im B72. Der Vorverkauf läuft und das Schild ist runtergefallen. Ciao!